Ja, und da sind wir auch schon wieder bei Batman Arkham City. Ich versuche hier immer noch kläglichst, aber wirklich kläglichst, weiterzukommen. Steht denn irgendwas, was wir machen? Rette Mr. Freeze um. Ja, toll. Ausgang. Ach, müssen wir eventuell raus? Kann das sein? So, dann schauen wir halt einmal, ob das vielleicht das Ziel ist. Da komme ich ja noch nicht weiter. Ah. Alfred. Hallo, Sir. Haben Sie das Heilmittel von Mr. Freeze bekommen? Es gab Komplikationen. Der Pinguin hat Freeze in seiner Gewalt und mich im GCPD-Gebäude eingesperrt. Ihnen ist hoffentlich klar, dass Sie sterben werden, wenn Sie das Heilmittel nicht bald finden. Ja, ist ja gut. Danke für den Hinweis, Alfred. Ich bin in einem Polizeigebäude. Cobblepot muss einen Beamten bestochen haben und der hat ihm die Zugangscodes der öffentlichen Gebäude verraten. Mhm. Ich lade die Codes gerade runter. Okay. So, das heißt, dann sind wir jetzt hier drin. Da. Oh, kryptischer Sequenzer. Rechtsklick. So, endlich. Okay. Hacken, Sicherheitstür. So, hier rechts. Jetzt weiß ich, wie das funktioniert, wie der Kram funktioniert. So. Das heißt, wir können quasi hier wieder rein. Darüber, da hoch und dann da lang. Das heißt, rein theoretisch müssten wir dieses Ding hier genauso hacken können. So. Okay, A, D. So, Bewachung. Jetzt kommt der ganze Schmarrn endlich ein bisschen näher. So, dann war doch hier noch irgendwas, glaube ich zumindest. Ja, genau, hier. Das müsste Nummer 3 gewesen sein. Und sprüh. Schickes Garage Fitty verpassen und pow. So, Riddler. Jetzt kommen wir mal an deinen ganzen Kram auch langsam mal hin. So, da waren ja noch ein paar Sachen mehr, glaube ich, zum Entschlüsseln. So, was haben wir denn hier noch alles? Hier nichts mehr. War hier noch irgendwas zum Entschlüsseln? Ja, da hinten. Oder? Ach nee, das war einfach bloß so ein Knöpfchen. Sonst war hier nichts mehr. So, das heißt aber, wir können raus. Mit gelegentlichen Lags. So, dann öffne mal. Hab mich ja schon die ganze Zeit gefragt, wann wir endlich dieses Ding kriegen. Amüsierei. Ach du Scheiße. So, können wir jetzt eigentlich hier wieder rausrutschen? Hab doch gesagt, es funktioniert. Spreng die Brücke und die Leute vom Clown sitzen fest. Ganz einfach. So, 4. Aber Mr. Cobblepot, wir sitzen auch fest. So, und wir können so. Nicht zurück. Und das heißt was? Raus. Nur, dass sie uns hier bei den Leuten vom Clown zurückgelassen haben. Versuch ein paar von ihnen umzulegen, bevor du stirbst, Junge. So. Du Bastard.
Haben Sie Kontakt zum Explosionsbereich? Wärmeabtastungen zeigen mehrere Explosionsquellen. Ende. Bestätigt, Herr Tiger 3. Erstmal ein bisschen vor Batman. Mr. Cobblepot beschlossen, in Aktion zu treten. Überlasst sie ihrem Schicksal. So. Wird interessant sein, mitzuerleben, wie sich die Dinge entwickeln, wenn Protokoll 10 aktiv ist. Bestätigt. Ja, wo ist jetzt der Drecksheli? Herr Tiger 3, Patrouille fortsetzen. Ende. Hallöchen. Bist du jetzt weg? Okay. Wir müssen... Rette Mr. Freeze. Ach du Scheiße, wieder so halb... durch die halbe Stadt. So, hier rüber. Hier rüber. Fest, oder? Hier rüber. Sie ist einfach positiv. Daran ist was positiv. Ja, gelegentlich auch. Der, der die Schnellstraße gesprengt hat, hat uns so von den Freaks abgeschnitten, die uns töten wollen, wenn wir Glück haben. Der Bandenkrieg hier drin eskaliert. Pinguin lässt bereits Brücken zerstören, um Jokers Leute festzusetzen. Meine Güte. Ich hoffe, das hat sie bei der Suche Hallöchen. Nach einem Heilmittel nicht behindert. Ich muss sie sicher nicht daran erinnern, wie wichtig es ist. So, mein Ich bin jetzt auf dem Weg ins nee, Museum. Nee. Das ist Pinguins Basis in Arkham City. So, und du noch. Au. So, meine Freunde. Du lässt das Ding liegen. Aber bitte. Recht schön. So, was ist mit dir da hinten? Was? Ich liebe Schweinekotelett. Hallo. Du scheißt jetzt in die Hosen, oder was? Okay, neue Mission. Tagerzentrale hier, AirTager 5, habe die Kirche im Blickfeld. Irgendwelche Lebenszeichen? Wärmeabtastungen zeigen keinerlei Bewegung, ist leer. Gut. Okay. Lass Cash und seinen armseligen Trupp zurück. Er war nie Teil unserer Mission. Kirre, vermisstes Ärzteteam. Das heißt, es war doch hier. Dass wir das geschafft haben. So, sehr Mann, schön. Ich dachte, und wir seien erledigt. Was zum Teufel? Voll ins Knick, jawohl. So, mein Freund. Ob ich dir ein bisschen die Füße wegzogen oder was? Ne. So nicht. Ey. Los das. Pau. Und ne. So. Und komm. Ne. Komm, du noch. Und zack. Sehr schön. Sudala, Kirche, die war hier. So. Na, super Beamer. Was hast du gesehen? Nichts. Ich meine, die Brücke ist einfach explodiert. Nichts explodiert einfach so. Doch. Hast du da drüben jemanden rumfuchteln sehen, bevor alles in die Luft flog? Und es waren ein paar Leute. Hallöchen. Er ist hier. Zap und pow. Also irgendwie scheißen sich die normalen Insassen jetzt tierisch ein. Oh, jetzt habe ich das dunkel gefühlt. Die anderen möchte gern Gangster nicht mehr. So, warum aber? Na komm. Ey du Wursch. Zack. Sehr schön. So, ich möchte den da hinten noch einen kleinen Besuch abstatten. So, was ist denn mit euch los? Die Fledermaus ist hier. Zap und... Ach, die kann man trotzdem treten. Ist ja schön. Du hattest recht. So. Das ist Batman. Jawohl. Und... Pow und du noch und... Hepp. Ne. So. Der nächste bitte. So. Und hopp. Zap und pow. Du wirst hier sterben. Ne. Oh, wichtig, Jausch. Ja, du hast mich jetzt ausgetrickst. So hab ich jetzt nicht aufpasst. Na komm. Die Zielperson Batman ist in Kampfhandlungen verwickelt. Mehrere Gegner. Ja. Warten wir noch. Joker stehen mehr Männer zur Verfügung als uns. Wir müssen schlau vorgehen. Scheint Na, mir nicht ja, sehr schön. Schlau zu sein, hier zu warten. Hast du Batman vergessen? Und was ist mit Catwoman? Wir so. Warten. Ernsthaft?
Kirche, Kirche. Sie tappen in unsere Falle und wir machen sie problemlos kalt. Das wird klasse. Keine Sorge. Hauptsache, wir frieren uns vorher nicht tot. Ja, ja. Hör auf zu jammern, sonst gehst du allein runter. Schon. Immer dieses Weinerliche hier. Und dann schauen wir mal in der Kirche nach, was hier so abgeht. Oh, das Sicherheitstor ist auch oben. Gar nicht gut. Gar nicht gut. So. Was haben wir denn noch hier Schönes? Oh nein. Wo sind sie nur abgeblieben? Könnte es sein, dass ich, der Riddler, mir all diese armen, dummen Narren geschnappt habe, während du etwas anderes zu tun hattest? Ja. Wohin hast du sie gebracht? Fragen über Fragen. Nein. Dabei bist nicht du derjenige, der Antworten braucht, sondern ich. Du löst meine Rätsel und ich sag dir, wo sie sind. Beantworte meine Fragen und sie bleiben am Leben. Ach du Scheiße. Und? Sollen wir beginnen? Ich bin ein Instrument, dessen Musik immer von Herzen kommt. Was bin ich? Ich bin ein Instrument, dass Musik durch ein pumpendes Herz entsteht. Ich bin ein... Ach, ich muss die Umgebung analysieren, oder was? Auch nicht zu glauben, dass ich dich so schnell besiegt habe. Was? Ich bin ein Instrument, das Musik durch ein pumpendes Herz entsteht. Orgel? Oh, das ist peinlich. Ich bin ein Instrument. Ich habe irgendwas mit der Pumpe zu tun. Pumpe? Ja, Orgel. Da pumpt man doch Luft durch, oder nicht? Ja, und jetzt? Ach so, oh. Sehr gut. Siehst du kannst es. Wenn du genug von meinen sorgfältig erdachten Rätseln löst, verrate ich dir, wo der Rest meiner Geiseln ist. Die erste ist im Gerichtssaal. Ich schlage vor, du beeilst dich. Vielleicht ist er ja bereits verurteilt worden. Na super. Gerichtssaal, ja, okay, dann chargen wir natürlich sofort hin. Ich kappe. Werd nicht so selbstsicher, Dark Knight. Tief, tief verborgen, in ganz Arkham City, sorgen meine Leute dafür, dass ich stets über die Pläne der anderen Superschurken auf dem Laufenden gehalten werde. Okay. In diesem Moment sorgt einer von ihnen dafür, dass dich draußen ein Empfangskomitee erwartet. Okay, solange die jetzt nicht gerade Waffen in den Pfoten halten, habe ich jetzt persönlich keinen Schmerz damit. So. Nee, ich sagte es doch, Batman ist hier. Verstehe ich nicht. Woher wusstest du das? Das ist unwichtig. Töte ihn! Wer bist du? Kein Problem. So, mein Freund. So, Della, na komm. So, und hopp. Batman, er ist hier. Ja, wo soll er denn sonst sein? Beim Baden oder was? Fuck. So. Was ist los, Batman? Hast du Angst, gegen mich zu kämpfen? Ja, ja, ist ja gut. Du... Drecksack nervt langsam hier. Verhören. Ich weiß, dass du für Riddler arbeitest. Bitte, bitte tu mir nichts! Ich sag dir alles, was du wissen willst! Ja, dann spuck war aus. Vergnügen. Sehr schön. So mag ich das. Sichtkontakt zum Ziel. Er fürchtet sich vor mir. Das glaubst auch bloß du. So, mein Freund. Du bist nämlich der Nächste. Und zapp! Die Fledermaus! Und jetzt? Du
Nee. Ja, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht. So, dann ab zum Gerichtsgebäude. So, hier rauf. Wo war denn das Ding nochmal? Gerichtsgebäude müsste hier gewesen sein. So, Geronimo und schön ins Knack. Die Fledermaus ist hier. Hallöchen. So, komm. Heute Nacht. Heute Nacht was? Wirst du noch vernascht? Ja, das war's aber auch schon. So. Nee. Da musst du schon früher aufstehen. Das wird wehtun, Flattermann. So, mein Freund. Zeit für die Rente, Bats. Ja, für deine Rente. Du wirst aber eher für den Friedhof benötigen. Grabgebühr und so, weißt du? So. Komm, der nächste. Und. Zack! Gut's Nichtle! Zack, komm! Arschgesicht! Nee. Den Prügel steckst du gleich mal wieder weg. So, und du noch. So, dann. So, da war es nur noch zwei. Einer. So, sag mal, spuck aus. Na? Ich will Informationen über den Riddler. Ich tue nur das, was er befiehlt. Ich werde dir alles sagen. Vielen Dank. Danke dir. Ah, ist ja geil. Da kriegt man tatsächlich die kompletten Infos. Schlage vor, wir gehen da runter und erledigen die Penner. Dann wird sich keiner mehr in die Nähe des Gerichtssaals trauen. Nicht so schnell, Mann. Wir wissen doch gar nicht, wie viele von denen da sind. Hä? Mir egal, ich hab keine Angst. Du etwa? Nö. Nein, aber ich atme gern. Woher willst du wissen, dass Jokers Leute nicht alle mit diesem Giftzeug aus der Anstalt rumlaufen? Okay. Sorry, aber jetzt möchte ich mal kurz gucken. Ja. Da werden uns ein paar Riddler-Rätsel aufgetan. Sehr schön. Für Giftzeugs? So. Joker hatte diesen Chemiescheiß. Er hat das Zeug ein paar von seinen Jungs. Wir gehen mal durch die Vordertür. Wir sind mal so höflich. So. Na? Dann würde ich aber sagen, Peng, Ruhe im Gerichtssaal. Dass wir jetzt mal kurz einen Cut machen. Bis gleich.